Der 1897 in Würzburg geborene Albert Renger Patsch fotografierte bereits in den 1950er Jahren das Rammelsberger Bergwerk in Goslar. Seine Bilder sind äußerst sachlich, fast immer menschenleer und wirken auf den Betrachter nüchtern. Heute sind sie jedoch wichtige Dokumente der Geschichte. Also früher hat man solche Fotos immer verwendet, um da irgendwas mit zu illustrieren. Inzwischen sind es aber wie Belege, also die werden quasi richtig gelesen wie ein Schriftstück. Ne? Man versucht also Einzelheiten rauszunehmen, zum Beispiel, welches Auto steht da? Ne? Steht da ein alter Käfer? Kann man sagen, okay, das Bild ist wahrscheinlich aus den 50er Jahren. Weil das große Problem bei solchen Fotos ist, dass viele eben zeitlich nicht, irgendwie steht eben nicht hinten drauf, 1950 aufgenommen oder 1952. Und anhand von solchen Merkmalen kann man dann solche Fotos erstmal eingruppieren. Und man kann unheimlich viel sehen. Vor allen Dingen an den Fotos, die wir jetzt da haben, von Albert Renger Patsch, sieht man auch den Zustand der Gebäude zum Beispiel. Und man sieht in den 50er Jahren, die Gebäude waren in einem nicht ganz so guten Zustand, obwohl sie erst 20 Jahre alt waren. Ne? Solche Dinge kann man sehen und sehen, warum ist das zum Beispiel so. Ja? Also, klar, nach dem Zweiten Weltkrieg hatte man nicht so viel Kapital, ne, hat man nicht so viel investiert und so weiter. Ne. Also man kann sehr viel aus dieser Information rauslesen. Die Frage warum stellt sich auch bei den Bildern des Eingangsbereiches. Ein kleiner Raum, eine Treppe. Warum wurde dieser Bereich so klein gehalten? Gerade weil durch diesen Bereich alle Bergleute zur Schicht durch mussten. Die Antwort findet man erst, wenn man die Frage in den Kontext der Zeit stellt. Eine Zeit, die heute eine andere ist. Man sieht, dass die Bergleute durch einen relativ niedrigen Raum reinkommen, wo man erstmal das Gefühl hat, man muss sich irgendwie so ducken oder man muss sich da hinstellen und erstmal so Andacht halten. Und dann geht man aber durch einen Treppenaufgang in einen freien, hohen Raum. Also da wird sozusagen der Blick frei und der soll auch frei werden, weil er geht auf ein Bild dann von 1938 von Karl Reinecke Altenau, das heißt Feierabend, wo eben das Idealbild der nationalsozialistischen Betriebsgemeinschaft dargestellt wird. Ne? Und das war natürlich sozusagen der Effekt dieser Innenarchitektur, ne? Was man heute eben nicht mehr so lesen kann oder wieder lernen muss zu lesen. Und wir machen aber so Führungen extra dazu auch. Haben wir jetzt vor allen Dingen im Bauhausjahr angeboten, werden wir auch weiter wahrscheinlich anbieten, wo man einfach diese Architektur dann entschlüsselt. Ja. Ein weiterer Teil der Ausstellung ist dem Bau der modernen Bergwerksanlagen gewidmet. Es sind seltene Aufnahmen aus der Bauphase des Bergwerks. Und auch in diesen Abbildungen sind viele Informationen zu finden. Ja, man sieht zum Beispiel auf vielen Fotos, also welche Materialien haben die zum Beispiel verwendet. Ne? Man sieht, da sind die neuen, da ich meine, in den 30er Jahren waren sie schon nicht mehr so neu, aber Materialien verwendet wie Stahlbeton, Stahlfachwerk, das sieht man ganz deutlich dort. Ne? Klar, da sind noch die ganzen Gerippe erstmal, die dann gefüllt werden mit Beton, solche Geschichten. Und man sieht, wie haben die eigentlich diese Baustelle organisiert. Ja? Darüber gibt es relativ wenig, weil es gibt eigentlich auch relativ wenig Baustellenfotos aus dieser Zeit. Das ist jetzt ein Fundus, den haben wir von ehemaligen Bergleuten bekommen. Wir kennen die Fotografen oder den Fotografen nicht, aber es ist natürlich ein wichtiger Fundus, eben, wo man eben sieht, wie wurde die Baustelle organisiert und wie wurden auch einzelne Teile aufgebaut und wie hat man das Ding eigentlich, man fragt sich ja, haben die oben angefangen, haben die unten angefangen, sind die parallel vorgegangen und man sieht, dass sie sehr schnell innerhalb von anderthalb, zwei Jahren, also sozusagen die wichtigsten Gebäude stehen haben. Und sie haben ja schon 1935 haben sie angefangen und 1936 im Oktober haben sie schon die ersten Sachen produziert. Ja? Also für die Zeit eine unglaublich schnelle, auch für heutige Zeiten will man sagen, ein unglaublich schneller Baufortschritt. Letztlich zeigen die Bilder einen Blick in die Vergangenheit, die zum Entdecken und Vergleichen einladen. Nicht nur zum Vergleichen der Gebäude selbst, sondern auch und vielmehr zum Vergleichen der Zeit. Denn sie unterliegt dem größten Wandel. Die Bilder aus vergangenen Tagen können Sie noch bis zum 17. November im Bergwerksmuseum Goslar sehen.